Und wie stehst du generell so zum Thema Putzen? Muss halt sein, ne? Aber klar, finde ich okay, gehört dazu. Wir wechseln uns da immer ab. Wie? Da hilft jeder mit? Na, das finde ich ja super. Ja, wir haben ja unseren Putzplan und da hat jeder einmal die Woche Küchendienst. Wäre das okay für dich? Einmal die Woche? Easy! Ja, cool. Eine Sache noch. Der Tim, der hat zwei Frettchen. Die laufen manchmal in der Wohnung frei rum. Hättest du damit ein Problem? Nee, null. Überhaupt nicht. Frettchen sind super. Muss halt nur darauf achten, dass du keine Sachen auf dem Boden rumliegen lässt. Die pinkeln und knabbern halt alles an. Okay, weiß ich Bescheid. Achte ich drauf. Ja, cool. Dann hätte ich auch noch ein paar Fragen. Und zwar zum Thema Bad und Toilette. Ihr könnt schon alle selbstständig draufgehen oder braucht ihr da noch Hilfe? So, abputzen. Kriegt ihr alleine hin? Oder ruft ihr da? Gebt ihr da Bescheid? Egal, das sehe ich dann ja. Was wollte ich noch wissen? Ach so, ja. Wie sieht's aus mit Durchschlafen? Und vor allem, schnarcht einer von euch? Kann dir ja egal sein. Du hast dann ja dein eigenes Zimmer. Stimmt. Kann mir egal sein. Ich habe ja mein eigenes Zimmer. Ein Zimmer ganz für mich allein. Entschuldigung, ist meine Frau vielleicht hier bei euch? Wir warten seit einer halben Stunde draußen im Auto. Die wollte eigentlich nur kurz hier rein was abgeben. Was ist denn hier los? Sag mal, Martina, was machst denn du da? Was ich hier mache? Na, ich wohne jetzt hier. Das ist meine neue WG. Ich habe gerade einen Vertrag unterschrieben. Ja. Ihr müsst euch jetzt leider eine andere Mitbewohnerin suchen. Oder einen anderen Mitbewohner. Gibt ja genug, die suchen. Ey, ich habe hier sogar ein eigenes Zimmer. Willst du mal sehen? Das ist der Wahnsinn.